Heute für euch eine interessante Theorie, dass Salazar Slytherin der Erschaffer des Spiegels von Nerhigeb ist. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir ein bekanntes Artefakt aus Hogwarts besprechen, das als der Spiegel von Nerhigeb bekannt ist. Insbesondere werden wir uns mit einer Theorie über seine dunkle und bislang unbekannte Geschichte befassen. Harry entdeckt diesen Spiegel erstmals im Stein der Weisen. Es war ein prächtiger Spiegel, so hoch wie die Decke, mit einem verschnörkelten Goldrahmen auf zwei kleinen Klauenfüßen. Falls du vergessen hast, wie der Spiegel funktioniert, hier nochmal eine kleine Erklärung. Es ist im Grunde ein magischer Spiegel, der die Macht hat, uns die tiefsten, verzweifelsten Sehnsüchte unseres Herzens zu zeigen. Dies spiegelt auch seinen Namen im Spiegel wider, denn Nerhigeb bedeutet umgedreht Begierden. Auf dem Spiegel sind die Worte eingezeichnet: Ich zeige nicht dein Gesicht, sondern den Wunsch deines Herzens. Nach den bisherigen Überlieferungen über Harry Potter wissen wir nur, dass er vor dem 19. Jahrhundert existierte, ein ziemlich offenes Zeitfenster, und dass niemand genau weiß, wie er nach Hogwarts kam. Diese beiden Aspekte der Existenz des Spiegels scheinen völlig undokumentiert zu sein. Außerdem ist es unklar, ob der Spiegel von Nerhigeb mit unschuldigen oder spielerischen Absichten oder mit bösartigen und dunklen Motivationen erschaffen wurde. Eines ist jedoch sicher: Im Laufe der Jahre wurde auf beängstigende Weise deutlich, dass die Anziehungskraft des Spiegels schlimme Folgen haben kann. Viele Menschen ließen sich von seinem Zauber verführen und verloren den Bezug zur Realität, als sie sich den Illusionen hingaben, die er projizierte. Sie fixierten sich auf die verzerrten Spiegelbilder, die einen Einblick in ihre tiefsten Sehnsüchte zu geben schienen. Sie waren nicht in der Lage oder nicht willens zu akzeptieren, dass es sich bei diesen Visionen lediglich um Hirngespinste handelte und nicht um die Realität. Tragischerweise wurden einige in den Wahnsinn getrieben, da sie von ihren unerreichbarsten Sehnsüchten verzerrt wurden und für immer in den Grenzen des Spiegelrahmens gefangen blieben. Dumbledore erklärte Harry diese Gefahren, nachdem er entdeckt hat, dass Harry sich vor dem Spiegelbild hat verführen lassen. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als das tiefste, verzweifelste Verlangen unseres Herzens. Du, der du deine Familie nie gekannt hast, siehst sie natürlich um dich herumstehen. Ronald Weasley, der immer im Schatten seiner Brüder gestanden hat, sieht sich allein stehen, ganz oben, der Beste von allen. Doch dieser Spiegel wird uns weder Wissen noch Wahrheit geben. Menschen sind von ihm belastet, verzaubert von dem, was sie sahen, oder in den Wahnsinn getrieben worden, ohne zu wissen, ob das, was er zeigt, wirklich ist oder überhaupt möglich. Wie bereits erwähnt, bleibt die Herkunft des Spiegels von Nerhigeb geheimnisumwittert. Im Laufe der Jahre kehrten verschiedene Professoren von ihren Reisen mit einzigartigen und faszinierenden Artefakten zurück. Es ist also schon plausibel, dass der Spiegel auf diese Weise seinen Weg ins Schloss gefunden hat. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Erklärung, eine viel düstere und interessantere. Der Spiegel von Nerhigeb ist ein zu faszinierendes magisches Artefakt, um seine Herkunft einfach den Annalen der Geschichte zu überlassen. Ich glaube, dass seine Geschichte mit der Gründung der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zusammenhängt. Hogwarts wurde irgendwann im 10. Jahrhundert gegründet, als vier mächtige Hexen und Zauberer zusammenkamen und beschlossen, die beste Zauberschule der Welt zu gründen. Diese Gründer waren Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin und Helga Hufflepuff. Nachdem die Schule gegründet worden war, beschlossen die Gründer, dass jeder von ihnen ein eigenes Haus gründen und leiten würde, das eine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft und Fähigkeit repräsentieren sollte, die sie fördern wollten. Obwohl sie enge Freunde waren, legten die Gründer Wert auf sehr unterschiedliche Dinge, was zu einer recht vielfältigen Gruppe von Schülern an der Schule führte. Die Gryffindor-Schüler verkörperten Tapferkeit und Ritterlichkeit, die Ravenclaw-Schüler Intelligenz und Verstand, Hufflepuff Loyalität und Fairness und Slytherin die Werte von Verschlagenheit und Gerissenheit. Jahrelang waren die Gründer von Hogwarts die Vorsteher ihrer jeweiligen Häuser und sortierten die Schüler manuell in ihre Häuser ein. Um nach ihrem Tod ein fortlaufendes Sortiersystem zu gewährleisten, entwickelten sie den sprechenden Hut. Der entscheidende Aspekt dabei ist, dass es den Gründern wichtig war, dass die von ihnen gegründeten Häuser weithin an den Überzeugungen festhielten, auf denen sie basierten. Diese Tugenden oder inhärenten Eigenschaften lassen sich am besten in den Worten des sprechenden Hutes zusammenfassen. Bei Gryffindor wurden die Tapfersten weitaus mehr geschätzt als die anderen. Für Ravenclaw waren die Klügsten immer die Besten. Für Hufflepuff waren fleißige Arbeiter am meisten der Aufnahme würdig, und der machthungrige Slytherin liebte diejenigen mit großem Ehrgeiz. Slytherins Fokus auf Ehrgeiz ist hier der Schlüssel.
Das Haus Slytherin wird oft mit dem Grundwert des Ehrgeizes in Verbindung gebracht. Er treibt sie an, nach persönlichem Erfolg, Macht und Leistung zu streben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Ehrgeiz nicht immer mit negativen Eigenschaften oder böswilligen Absichten gleichzusetzen ist. Slytherin-Schüler sind bekannt für ihr Streben nach Erfolg, ihre Entschlossenheit und ihren Wunsch, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Sie sind ehrgeizig in ihrem Streben nach Größe, sei es in der Wissenschaft, im Quidditch oder bei jeder anderen Aufgabe, die sie sich vornehmen. Ihre ehrgeizige Natur treibt sie zu den Höchstleistungen und zum Erreichen ihrer Ziele an, wobei sie oft Einfallsreichtum, Widerstandsfähigkeit und Führungsqualitäten entwickeln. Doch während Ehrgeiz in Slytherin typischerweise gefeiert wird, zeigt sich auch, dass es potenzielle Nachteile hat. Einige Charaktere aus Slytherin zeigen übermäßigen oder fehlgeleiteten Ehrgeiz, der zu einer Missachtung des Wohlergehens anderer und zu unethischem Verhalten führen kann. Die Theorie besagt Folgendes: Salazar Slytherin schuf den Spiegel von Ner-Hegeb und versteckte ihn in den Mauern der Schule, um den Schülern die Ergebnisse ihres Ehrgeizes zu zeigen und sie daran zu erinnern, was sie erreichen können, wenn sie hart arbeiten und ihren Ehrgeiz hochhalten. Durch die Erschaffung dieses magischen Werkzeugs könnte Slytherin versucht haben, seinen Schülern ein Gefühl von Zielstrebigkeit und Motivation zu vermitteln und sie ihren Zielen und Ambitionen näher zu bringen. Doch es wäre kein von Salazar Slytherin geschaffenes Werkzeug, wenn es nicht auch einige Vorbehalte gäbe. Wie Dumbledore im Stein der Weisen erklärt, zeigt der Spiegel nicht wirklich die Wahrheit oder Wissen, sondern die tiefsten Sehnsüchte des Benutzers. Aus diesem Grund kann er viele Menschen in den Wahnsinn treiben, sogar einige der weisesten Hexen und Zauberer. Doch Salazar sah das Problem vielleicht nicht als Problem an. Ob die Bilder nun wahr waren oder nicht, er könne erwartet haben, dass die Schüler sich von dem, was sie im Spiegel sahen, inspirieren ließen, was sie weiter anspornte und ermutigte, ihre Ziele zu erreichen. Was er vielleicht jedoch nicht erwartet hatte, ist, dass diejenigen, die in den Spiegel schauen, einfach in diese falsche Realität verbleiben und in gewisser Weise eingefroren werden. Oder vielleicht hat Slytherin den Spiegel zwar erschaffen, aber nie wirklich verstanden. Es ist möglich, dass er nach der Erschaffung in den Spiegel blickte und von seinem eigenen magischen Instrument getäuscht wurde. Er schaute hinein und sah die perfekte Welt, in der es nur reinblütige Zauberer gab. Und das war der Moment, in dem er wirklich zum Extremisten wurde, nachdem er von seiner Vision besessen wurde. Dies könnte sogar einer der Auslöser für seinen Weggang aus Hogwarts gewesen sein. Einer der größten Fehler vieler mächtiger Hexen und Zauberer ist Arroganz. Wir haben das bei Voldemort immer wieder gesehen. Daher vermute ich, dass Salazar, der eine sehr ähnliche Weltanschauung hatte, vielleicht auch sein eigenes Verderben verursachte. Nachdem er Hogwarts verlassen hatte, hinterließ Salazar einen bleibenden Eindruck auf die Schule. Er hinterließ ein Haus, ein Glaubenssystem und sogar eine geheime Kammer, in der sich ein riesiger Basilisk befand. Die Idee, dass Slytherin auch dieses fehlgeleitete magische Artefakt erschaffen haben könnte, erscheint mir ziemlich plausibel. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr von dieser Theorie? Denkt ihr, Salazar Slytherin hat den Spiegel von Ner-Hegeb erschaffen, um seinen Schülern zu helfen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.